Und damit herzlich willkommen hier wieder zurück bei Need for Speed Shift. Wir steigen sofort ein in Runden Eliminator auf Dakota National. Aston Martin stellt uns heute ein DB9 für das Rennen zur Verfügung. Sehr schön, vielen Dank für den DB9. Das hört sich an wie so ein WC-Reiniger, jetzt neu. DB9, die WC-Ente, der Turbo-Blitz, damit die jegliche Kacke wirklich abgekratzt wird aus der letzten Kackecke. DW9. Den frischen Duft. Mit zweifach Multiplikator. Oh, vielleicht schaffen wir es heute. Vielleicht schaffen wir es in diesem Part. Die letzten vier Rennen. Okay, versuch nicht als Letzter aus der Runde zu kommen. Dann kann dir nichts passieren. Oh, danke. Wir sehen uns nachher. Wir sehen uns nachher, weil was das sein soll. Ich will dich vielleicht gar nicht sehen. Was hast du schon mal daran gedacht? Immer deine hässliche Kackbratze zu sehen. Okay, es geht los. Nein, eigentlich mag ich ihn. Das ist der Axel. Okay, können wir gleich normal machen, ne? Ging schon mal richtig kacke los. Manchmal verschätzt man sich so dermaßen mit der Geschwindigkeit. Okay, versuch nicht als Letzter aus der Runde zu kommen. Dann kann dir nichts passieren. Viel Glück. Wir sehen uns nachher. Also, das ist ja auch der Schwierigkeitsgrad. Ja, wir spielen ja hier auf normal. Es gibt noch schwer halt. Und da sind die Pfeile auf dem Boden nicht da. Also wenn die nicht da wären, würde ich überhaupt kein Land sehen. Also ein bisschen Indizien dafür, welche Geschwindigkeit ich drauf haben muss, brauche ich schon. So, auf jeden Fall sind wir auf dem 8. Platz. Haben den guten Typen da hinter uns erstmal gepflegt einen reingedrückt. Den vor uns auch. Ei, caramba, das ist eben das Geile bei den Stufe 3 Wagen oder auch niederklassigeren Wagen. Die kann man halt bei so einem Crash wieder einigermaßen fangen. Die drehen sich nicht gleich so mordsmäßig. So, 4. Platz. Versuchen wir mal im Windschatten dran vorbeizuziehen. Und zwar jetzt. Die Kurve ist nicht so easy. Die sieht so einfach aus. Ist aber nicht. Ist sie echt nicht. Warum eigentlich? 11 Runden auf dieser. Da wollen sie es aber echt nochmal wissen. So, gibt's mal eine. Drüber. Und 3. Platz. Aber ich habe das Gefühl, hier ist locker der 1. Platz drin, ne? Ja, war auch nicht die Ideallinie, da sind wir da irgendwie quer drauf gesprungen. Wegen Turbo Boost. Interessiert mich eigentlich recht wenig. Brauchen wir eh nicht. Das war ein bisschen zu viel gebremst, habe ich das Gefühl. Das war nicht gut. Den hinter uns haben wir auf jeden Fall abgebremst. Der macht da Lichthupe, habt ihr das gesehen? Okay, er bremst. Du liegst in Führung. So, mal gleich eine mitgegeben. Er ist völlig perplex davon. Damit hat er nicht gerechnet. Das ist auch nicht gut. Ich glaube, bremsen ist dann doch da besser. Wo ist er denn? Es geht mir manchmal nicht so im Kopf. Das ist so eine riesig große Kurve. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich da einfach kein Gas gebe und durchrolle, dass ich da irgendwie besser fahre. Nee. Leicht anbremsen ist doch besser, damit ich die Kurve spitzer nehmen kann. Na gut, also mit 11 Runden haben sie uns wirklich hier ein Ei gelegt. Das dauert ja wirklich ewig. Und ich darf natürlich jetzt auch nicht so viel abkürzen, wenn wir so viele Runden noch vor uns haben. Da sollte ich schon versuchen, ja perfekt das Ding runter zu gurken. Ach, das ist natürlich auch die Strecke, wo wir die Kurve noch meistern müssen. Könnte man natürlich da hinten echt mal probieren, dass wir das Ding irgendwie rocken. Na, das sah doch mal vielversprechend aus. Das war doch eine richtig schöne Kurvenlage. Da kann man nicht meckern.
Okay, das ist... Das zählt zum Glück nicht als Abkürzung. Nochmal Schwein gehabt, haben sie nicht gesehen. So, jetzt probieren wir es mal. Anbremsen. Rum. Gas. Ha. Also optimal war es nicht. Gebe ich zu. Aber so schlecht war es doch auch nicht. Die Kurve, ey. Die Pfeile sind blöd. Die gehen viel zu weit nach außen. Ich möchte mich immer an den Pfeilen orientieren. Und dann lande ich hier genau im Kiesbett. Das ist... Die sind nicht optimal. Hier darf ich nicht abkürzen. Ja, theoretisch darf ich nirgendwo abkürzen, aber... Manche Abkürzungen zu nehmen und dafür einen Klaps auf den Arsch zu kriegen, das nehme ich dann immer gerne in Kauf. Ja, ich mag's. Ich mag es, ab und zu mal den Hintern versohlt zu bekommen. Jetzt ist es raus. Runde 7, wir kommen. Ja, und ihr so, sonst so. Ich meine, wir sind jetzt mittlerweile 10 Sekunden vorne. Ich möchte mal behaupten, das wird... Also dieser Part und der nächste wahrscheinlich dann auch, wenn das alles so ein bisschen länger ist. Shit. Wird dann natürlich ein bisschen Fleißarbeit. Ich hoffe, dass da die KI noch mal ein bisschen anzieht. Ansonsten wird es ein bisschen lame. Aber ich möchte sie wirklich gerne fahren. Aber die Kurve da hinten, die kriege ich irgendwie nicht hin, ne? Irgendwie nehme ich die nicht so richtig gut. Da ist doch der Teufel in der Kurve. Kurve ist irgendwie, naja, werde ich mit der nicht warm. So. Ich glaube, einmal dürfen wir noch abkürzen. Einmal darf mir noch ein Fauxpas passieren. Und dann werde ich hier endgültig disqualifiziert. Und das möchte ich auf jeden Fall vermeiden, da... ich auf jeden Fall hier Platz 1 machen werde. Neunte Runde. Und es läuft. Es läuft mir pisswarm am Bein hinunter. Jetzt meistern wir sie. Jetzt meistern wir sie. Jetzt ist es perfekt. Perfekter geht's nicht. Ach komm. Das war doch jetzt mal wirklich gemeistert. Oder nicht? Anscheinend ja nicht, aber... genau auf der Linie. Ich habe das Gefühl, dass die... die Pfeile sind scheiße hier bei der Kurve. Die sind nicht gut. Ich würde die anders nehmen. Ich würde von außen nach innen. Das ist die fahren von innen nach außen so komisch. Auch Glück gehabt. Könnte man theoretisch auch, wenn man ganz genau hinguckt, das als Abkürzung natürlich sehen. Aber da haben sie beide Hühneraugen zugedrückt. Na gut, die war nicht so perfekt gemeistert. Das gebe ich zu. Eine Chance haben wir natürlich noch. Ach, guckt mal an. Habt das gesehen auf der Karte unten? Als ich durchs Ziel gefahren bin, wurde schon einer disqualifiziert. Ja, was ist denn jetzt hier? Wurde einer disqualifiziert, obwohl der hinter mir, der jetzt wahrscheinlich durchs Ziel fährt, also theoretisch hätten sie sich ja noch battlen können. Versteht ihr, was ich meine? Nee, ne? Also sozusagen, Kurzfassung, der Dritte ist zu früh ausgeschieden. Denn der darf eigentlich erst ausscheiden, wenn der Zweite
die Ziellinie überfährt. Und das war zu dem Zeitpunkt noch nicht der Fall. Neuer Fahrer, ich bin aber auch gut. Ich habe ja gesagt, wir werden höchstwahrscheinlich so Level 42 vermute ich mal das Spiel abschließen. Du bist der letzte Überlebende. Yeah. Perfekt. Wir kriegen unsere 3 Sterne und unsere 40.000 Dollar. Da laden wir den Axel zum Essen ein. Und wir kriegen eine Belohnung. Vinyls. Aufkleber. Echt jetzt. Aufkleber. Aufkleber. Und nur Aufkleber. Jetzt nicht mal irgendwie was Spektakuläres noch. Wir kriegen ein Abziehbildchen. Also da kann ich nur den Kopf schütteln. Wer will sowas? Das will doch keiner. So, jetzt gibt's noch Zeit-Eliminator. 3 an der Zahl, wenn ich mich recht entsinne. Zeit, Zeit, Zeit. Okay, gleich rein. Nicht lang schnacken. Den Ex, meine Ex. Nochmal eine kleine Runde mit der Ex. Mit der Exe. Ach, da steht's ja, Werksumbau. Shit! Jetzt ist es weg. Ich hab's gerade gesehen. Irgendwas mit Werksumbau stand da. In den Fahrertipps. Oh, ich muss mein eigenes Let's Play leider angucken und muss mir diesen Werksumbau. Verwandle deinen starken Tuner in eine echte Rennmaschine. Auch das letzte bisschen leisten. Du musst alle möglichen Upstates ändern, bevor du den durchführen kannst. Okay, wenn also nochmal, du darfst nicht letzter sein. Also brauche ich einen Stufe 3 Wagen, den voll aufgemöbelt und dann Werksumbau. Wie kann ich das auswählen? Oh, die Strecke ist cool. Fick Glück. Du fick dich doch selbst ins Glück. Alter, die jagen aber ordentlich los da vorne. Ei, Karamba. Komm, lass mich jetzt einfach nur... Du wirst rausfliegen. Find dich damit ab. Jetzt kam hier der Hoppel, ne? Ja, mit dem kann man es aber besser machen. Map, map. Los jetzt, fahr zu, Mann. Ich bin überhaupt nicht letzter. Ich habe ihm sogar noch einen Freudenklaps gegeben, noch angeschoben. Noch geholfen beim Reifenwechsel hier, weil ich so freundlich bin. Es ist so erstaunlich, dieses Gehoppel, was ich eben meinte. Da kam ich ja mit meinem McLaren, kam ich da nicht gut durch. Und bin immer gegen die Wand geprescht. Und mit dem hier, der Wagen, der schafft das tatsächlich irgendwie, das auszugleichen. Das ist eben echt cool. Dass je nach Fahrzeugtyp die Strecken sich eben komplett unterschiedlich fahren. Also komplett jetzt nicht, aber es ist schon wirklich... Es ist schon ein Riesenunterschied, ja. Jetzt lass mich doch bitte vorbei. Wir können nachher Hand in Hand am Wegesrand lang springen, aber jetzt nicht. So, jetzt muss ich abbremsen, sonst ramme ich da dagegen. Genau diese Kurve, das ist richtig fies. Am Anfang bin ich ja immer gegen diesen Reifenstapel gepresst. Gepresst, geprescht natürlich. Und wie man das einfach dann lernt schon. Man muss aber auch sagen, die Karre hat jetzt nicht so viel Power. Bei der erst bei 180 ist da schon langsam Schluss. Lässt sich aber echt gut steuern. So ein bisschen. Ui, da stand aber schon fast quer auf der Straße. Haben wir ordentlich einen mitgegeben. Jetzt kommt wieder ein Hoppla. Aber die Karre kann das echt gut kompensieren. Wir kriegen die Kurve. So, durchgeslidet. Dem Yellow-Typen da noch ordentlich einen reingedrückt und jetzt hängen wir am roten Ärschchen. Wollen wir doch mal gucken, was der so zu bieten hat, leistungstechnisch. Zack! Fahr zu, Kollege, wir sind da! Und komm, rum, 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 fahr, 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 fahr. Okay, den roten hat es komplett zersäbelt, der gelbe ist wieder hinter uns. André Bertoli. Der Name kommt mir sehr bekannt vor, ich glaube, es sind immer dieselben Protagonisten, die hier mitfahren. So, erster Platz. Das Ding müssen wir jetzt nur noch geradewegs runterfahren. Ganz einfach. Da hat es uns doch ein bisschen nach außen getragen mit dem Gehoppel.
noch mehr gehoppelt als gedacht. Aua! Mal leicht anbremsen. Ich fühle mich jetzt schon relativ sicher hier mit dem Ding. Guck mal hier, da fahre ich sogar, stehe ich sogar auf schwarz-weiß. Brauche ich schon die bunten Pfeile gar nicht mehr. Nur die normalen Pfeile hier. So, Jungs, jetzt eliminiert euch gefälligst selbst. Da schieben wir einfach noch ein paar Reifen auf die Strecke. Oh, oh! Hatte ich da etwa eine zu große Klappe? Auf jeden Fall holen sie gerade gut wieder auf, ne? Von der Zeit her. Alter, da hat man aber richtig Lack gerade. Richtig, richtig fettes Glück. Das hat mich ja richtig zersägt gerade. Das war einfach nur Glück, dass man... Ich habe überhaupt nicht gesehen, wo wir gerade sind. Also es hätte auch im ungünstigsten Fall, wären wir jetzt wieder die ganze Strecke rückwärts gefahren und ich jetzt gemerkt, wenn mir einer entgegenkommt. Ich sehe zwar nichts, ist egal, wir wollen aber trotzdem, ich fühle mich jetzt so sicher, wir bleiben jetzt mal in der Sicht. Liebe Kinder, deswegen muss man zum Beispiel auch immer gut funktionierende Scheibenwischer dabei haben. Denn wenn die Schlieren machen oder die Frontscheibe zerkratzen, habt ihr so eine Sicht. Und das wäre scheiße. So, die letzten 30 Sekunden knallern runter und ich bin 8 Sekunden vorne. Da kann ich schon mal mich gepflegt gleich zurücklehnen und meinen Sieg genießen. Und zwar, wenn die letzten 8 Sekunden anbrechen, jetzt. Na, guck mal nochmal, wo er ist. Na, wo ist er? Da kommt er. Da fahre ich erstmal gepflegt gegen die Wand, Freunde. Hier, Bums. So. Ich meine, das Fahrzeug ist ja schon klein, ne? Aber wir haben es echt nochmal geschafft, noch ein bisschen zusammenzudrücken.